erstmal Rollo runter machen, weil das fucking gute Wetter, das nervt ja echt hier, Mann. Puh, holla die Waldfee. Bevor dieses Video losgeht, will ich einfach nur nochmal ansprechen, dass dies nur ein Infovideo ist, aber wenn das Video euch trotzdem irgendwie gefallen hat, zum Schluss könnt ihr gerne ein Like da lassen, denn das würde mich freuen. Hallo und herzlich willkommen YouTube zu meinem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, und erstmal ist es nur ein Infovideo, das sollte vorweg gesagt werden, aber wenn ihr Bock auf ein bisschen Behinderung haben wollt, in voller Länge, dann guckt mal unten in die Videobeschreibung, denn da ist Meyers Kanal verlinkt. The Real Meyer kennt ihr wahrscheinlich sowieso alle. Da habe ich gerade ein Video hochgeladen und für euch gerade, für mich gleich. Und ja, das könnt ihr euch unbedingt angucken. Das ist 5 Minuten lang und da habe ich echt absolut normal wieder meine Intelligenz bewiesen und ist auch an sich gar nicht mal so schlecht geworden. Also wenn ihr Bock auf mich habt und auf hoffentlich auch Unterhaltung, dann könnt ihr da mal vorbeigucken und einfach mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so fandet. Denn ich kann heute nicht ein richtiges Video machen für meinen Kanal, weil ich echt viel zu tun habe. Ich habe morgen eine Klausur und es ist jetzt, lass mich kurz gucken, 16 Uhr und ich muss schon noch lernen und habe absolut keine Ahnung über das Thema. Ich weiß auch nicht mehr, worüber wir schreiben. Doppeltime. Gott, erstmal Luft holen. Und ja, das ist nur ein Infovideo, das habe ich schon dreimal gesagt, aber bevor ich zur Info komme, erstmal Rollo runter machen, weil das fucking gute Wetter, das nervt ja echt hier, Mann. Puh, holla die Waldfee. So, jetzt haben wir das wie eine richtige Sucht, die gemacht. Rollo ist unten. Jetzt kann es mit dem Commentary losgehen. Sorry, dass ich wieder absolut behindert bin. Aber es geht in diesem Video nur um 2 Sachen. Erstmal natürlich ein fettes Danke für alle die Leute, die auf meinen Kanal gegangen sind. Echt mega, mega sick von euch. Freut mich wirklich. Auch das letzte Video hat irgendwie 90 Likes oder so circa. Mega, mega krass. Das sind schon über 500 Abonnenten. Aha, das macht mich so glücklich. Also jetzt, egal. Nevermind, jetzt kommen wir zum nächsten Thema sozusagen. Und das nächste Thema ist folgendes. Wisca Basta, gibt euch die Chance. Und ich mache ja jetzt ein relativ großes Projekt für mich und für meine Abo-Größe. Sprich, das ist schon etwas größer und das dauert auch etwas länger, als ich dachte. Das heißt, ich werde am Wochenende so um die 48 Stunden, lass mich nicht lügen, vielleicht auch 30 Stunden an dem Video hängen und das nächste Woche Mittwoch hochladen. Der Grund, warum ich dieses Video überhaupt rausbringe, ist einfach nur, damit ihr wisst, nächste Woche Mittwoch, Donnerstag circa so, da müsst ihr unbedingt, bitte tut mir den Gefallen, einfach auf meinen Kanal vorbeigucken. Ich werde bis dahin wahrscheinlich kein Video hochladen, weil ich echt nur noch auf dieses Fisca Basta fokussiert bin, denn ich möchte es echt gewinnen. Ich will nicht sagen, dass ich eine große Chance habe, aber ich bin halt auch ein bisschen von mir selbst überzeugt und denke, dass ich auf jeden Fall eine Chance habe. Vielleicht keine große, aber ich habe eventuell eine Chance und das möchte ich natürlich nutzen. Deswegen werde ich mich nach dem Video hier nur auf dieses Wisca Basta Video konzentrieren, das fertig mache. Das kommt nächste Woche auf meinen Kanal. Bis dahin habt ihr zwar kein Video, aber ich möchte unbedingt, dass ihr nächste Woche vorbeiguckt und euch das anguckt und Resonanz schreibt, liked. Bitte einfach alle einfach kommen und liken, weil das wird mich so mega happy machen. Mit anderen Worten, liked das Video. Und das Teilen und Favorisieren nicht vergessen. So viel Aufwand habe ich noch nicht mal für eine Schulaufgabe habe ich so viel Aufwand reingesteckt. Das ist echt traurig irgendwie, aber ihr wisst schon, was ich meine. Deswegen wäre mega nice, wenn ihr das machen könntet. Ansonsten schreibt einfach mal unten in die Kommentare, falls ihr eventuell mal wieder Bock auf ein Live-Commentary habt. Ich habe im letzten Live-Commentary eine Doppelnuklear live gemacht. Ich will nicht sagen, dass das wieder passiert, deswegen nicht Doppelnuklear oder sowas, eher so ein gechilltes Live-Commentary. Denn das war eine Traumlobby und ich will nicht so lange nach Lobbys suchen und keine Ahnung, so lange live aufnehmen, bis ich irgendwann mal was erspielt habe. Deswegen, wenn ihr Bock habt auf ein gechilltes Live-Commentary ohne so krasse Erwartungen, dann könnt ihr einfach mal ein Like da lassen und einfach mal unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr Bock habt. Ansonsten nochmal vielen Dank an alle neuen. Mein Deutsch verlässt mich aber auch. Aber erstmal vielen Dank an alle neuen Abonnenten. Wie gesagt, falls ihr euch unterhalten werdet wollt von mir, das wäre natürlich auch mega happy. Das wird mich happy machen. Mein Deutsch ist wieder mega nice. Dann guckt einfach unten in die Beschreibung und geht auf Meyers Kanal und guckt euch das letzte Video an. Und ja, falls ihr das Video hier irgendwie später seht, dann ist es wahrscheinlich nicht mehr das letzte Video. Ich glaube, absolut Bullshit gedoppelt, Herr Kollege der Boss. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Hoffe, dass dieses Video euch trotzdem gefallen hat. So als kleines Info-Video in Anführungszeichen. Ansonsten habe ich ein neues Mikrofon. Rode NTH1. Es ist so sexy. Ich hoffe, das hört man. Wenn nicht, dann liegt es daran, dass ich noch keine Einstellung habe. Aber ansonsten haut rein. Wir sehen uns. Ich wünsche euch echt einen mega schönen Tag. Ohne Witz jetzt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich habe einen schönen Tag. Also der Tag ist schön, wollte ich ja damit sagen. Aber ich habe das Rollo gerade runter gemacht. Ich sehe absolut nicht, wie die Sonne in meinem Fenster scheint. Denn ich laber zu viel Scheiße. Also wir sehen uns. Kill krass out. Digga, ich bin so behindert. Oh.